Ja, dann würde ich sagen, wir beginnen direkt am Vorabend der eigentlichen Hochzeit. Es hat sich währenddessen natürlich noch einiges ereignet. Einige Hochzeitsvorbereitungen wurden getroffen und Boltax sitzt jetzt mit, naja, allen Wesentlichen am Hochzeitsgeschehen Beteiligten. Natürlich nicht mit Angrosminia, denn wie bereits erklärt, darf sich das Paar am Vorabend ja nicht sehen. In der Kapitänskajüte und nimmt letzte Mal, dass er als Junggeselle einnehmen muss, darf und kann. Ja, und da steigen wir ein. Oh, wunderbar. Das Bier ist echt gut. Oh, und diese Pilze. Oh, lecker, lecker, lecker. Ich muss schon sagen. Naja, ein bisschen groß der Pilz, oder nicht? Das muss so sein. Es ist ein Tellerpilz, weil er, ja, fast den Teller ausfüllt. Aber das ist ja nur der erste Gang. Danach gibt es noch. Ich glaube, das ist Kartoffelpüree und am Schluss noch einen Wein. Ich habe extra einen teuren kommen lassen, weil ich mir dachte, da freut Abel mir sich. Oh ja, du bist besser als das Bier. Das Aber Bier ist noch wichtig. das Bier gibt's auch schon die ganze Zeit, oder? Müssen wir Ja, dich damit ja. einreiben oder was? Nein, 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 nein. Also, das Bier, nachdem wir gegessen haben, das letzte einsame Mahl begangen haben, fängt die Pflege des Bauches an. Da dürft ihr alle meinen Bauch streicheln, der hoffentlich bis zum damaligen Zeitpunkt dann auch ordentlich angewachsen ist. Und dann beginnen wir mit den Hochzeitstraditionen des Vorabends. Wir werden den Hochzeitsstein bearbeiten und wir werden das Eherost schmieden. Ich hoffe, jemand von euch kann schmieden. Ich bin da nämlich nicht so gut drin. Und dann werden wir ein Ehebräu ansetzen. Das ist wichtig für morgen, denn morgen werden wir es schon probieren. Natürlich ist es bis dahin noch nicht fertig. Ein Bier braucht seine Zeit, aber ja. Zum Schluss binden wir das Stammbuch und dann werde ich meine Pfeiler berufen. Seid ihr schon aufgeregt? Komm, wir kommen nochmal auf das Baucheinreiben zurück. Wir sollen deinen Bauch einreiben? Nein, das ist Ich stelle mir gerade Serpentilio vor, wie Serpentilio den Bauch von Poltex einreibt. Nein, das Einzige, womit ich seinen Bauch einreibe, ist Enthaarungscreme. Nun. Und zum Schluss findet dann das Pflegen der Füße statt. Dafür habe ich mir extra eine Brandpaste anfertigen lassen, denn diese wird mit Schlangenöl gemischt, dann auf die Füße aufgetragen, denn morgen muss ich ja über heiße Kohlen laufen. Uiuiuiui, das wird noch eine große Sache, denke ich mir. Ah, das habe ich lange nicht gemacht. Naja, aber Ich bekomme was? den Eindruck, wir haben noch richtig viel vor. Oh ja, nun, ich musste das Ganze ja in 2 Tage pressen. Normalerweise dauert eine Zwergenhochzeit 10 bis 15 Tage und man hat mehrere Jahre Vorbereitungszeit. Aber das war aufgrund der Lage der Dinge jetzt leider nicht mehr so zu realisieren. Es klopft an Ah, der das Tür. erklärt das. Herein? Ihr könnt sehen, wie Kapok in einem Anzug maßgeschneidert vor euch steht. Hey, Mann, Wolltagsmann, danke für die Einladung, Mann. Oh, sehr gerne, Kapok. Und ich muss sagen, du siehst fantastisch aus. Danke, Mann. Aus dem Horasreich. Zumindest der Oh, Schneider von oh. da, Mann. Sehr gut, sehr gut. Er Ich macht die habe Tür wieder meinen. zu und setzt sich an den Tisch. Nimm dir etwas von den Pilzen. Sie sind unglaublich lecker. Danke, Boltax, Mann. Ja, aber mir hat sein Teller Pilze noch gar nie richtig angerührt. Mir reicht meine Portion. Das Kartoffelpüree ist etwas salzig für meinen Geschmack. Ich Es ist gut glaube, das sind gewürzt. Pilze. Hier, Nein, spült es nein. mit Wein runter, aber mir. Ach, die Wein gibt es jetzt schon. Ah, wunderbar. Okay. Natürlich. Und Ich da habe noch wir. einen Dessertwein, aber das ist der Hauptgang Wein. Ja? So wie man es richtig macht. Seltsamerweise steht Mendarion daneben am Tisch und rümpft etwas die Nase auch über demselben Gericht, das Abel mir gerade verschmäht hat. Ich denke, du machst das schon richtig. Es riecht nicht sehr einladend. Oh doch, du musst es probieren, Mendarion. Es sind die besten Pilze, die ich hier bekommen konnte. Gut, zugegebenermaßen, es sind keine mittelreichischen Pilze. Was würde ich für einen rotgerührten Pfifferling tun? Aber naja, es waren Sumpfpilze, seien wir ehrlich. Du siehst, er tut es nicht gern, aber er nimmt einen einzelnen kleinen Pilzschnitt dort heraus,
hält ihn sich an die Nase, rümpft eben jene nochmal und kaut ihn dann vorsichtig von einer Seite des Mundes in die andere. Ja, nein. Er lügt dich jetzt nicht an, das kommt ihm dann doch nicht über die Lippen, aber er sagt auch einfach nichts. Sulamin beobachtet dich aufmerksam, denn sie wartet so ein bisschen drauf, ob der Elf jetzt tot umfällt oder so. Tut er nicht. Beruhigend. Seht ihr, ihm schmeckt's auch. Also. Naja, der Pilz erinnert schon sehr an Geschmack von einem Teller, das ist schon richtig. Ja. Das kann man halt nicht, ist ja halt nun mal so. Was meint ihr denn? Morgen? So. Wenn ich so daran zurückdenke, das ist ja meine erste Hochzeit, muss ich vielleicht noch was Wichtiges beachten. In den Travia-Schwur? Ja, in dem Fall ist es der Schwur und das Bund des Feuers, aber ein Angrosch oder in dem Fall Ingrim-Schwur, aber ja. Also mein Rat ist, Boltax, vergiss über den ganzen Bräuchen und Dingen, die erledigt werden müssen, nicht worum es eigentlich geht. Angrosch Minia. Genau. Das könnte ich nie vergessen. Sie ist zentrales Inhalt meines Denkens, Handelns und Tuns. Dementsprechend natürlich nicht. Aber ich bin trotzdem etwas nervös. Es ist ja nun mal so, dass ich weder meine noch ihre Familie einladen konnte. Es ist einfach viel zu weit und die Zeit war zu kurz. Normalerweise werden jetzt 150, 200, 300, vielleicht 400 Zwerge aus beiden Familien da. Und dass ich dir dieses nicht bieten kann, es ist schon etwas frustrierend. Oh, das sollte ich als Ehemann doch eigentlich hinkriegen, oder? Konntest du denn wenigstens eine gute Höhle finden? Wohin fahren wir denn? Oh, das wird, wir werden gar nicht weit von hier eine Höhle finden. Das wird alles, dort ist schon alles aufgebaut und vorbereitet. Ich habe bereits vorgestern und gestern mit einigen von der Mannschaft geredet gehabt. Sie haben mittlerweile auch alles Wichtige dorthin gebracht, einen kleinen Altar aufgebaut, Sitzsteine positioniert. Ich habe das sehr ausführlich geplant. Ich habe eine Schatzkarte gemalt, Mann. Mhm. Kapok hat das ganz gut kartografiert. Mit einem roten X auf der Karte, Mann. Das X markiert die Stelle. Also müssen die Hochzeitsgäste den Ort erst finden, ja? Ja, war eine kleine Idee von uns, weil wir gedacht haben, das macht es spannender. Aber natürlich ist es nicht besonders weit. Es ist 15 Minuten hier am Strand entlang und dann direkt in den Wald einbiegen. Man kann es eigentlich nicht verfehlen. Ich habe zur Not auch noch ein Hinweisschild aufgestellt zur Hochzeit. Dann wollen wir hoffen, dass die Einheimischen das Schild nicht umdrehen. Ja, das wäre nicht so gut. Dann würde sie ins Wasser zeigen. Oder in eine andere Richtung. Wir halten uns an Kapok. Er wird es bestimmt bemerken. Na, das hoffe ich doch. Außerdem gehen wir ja gemeinsam. Nun, ja. Ach, ich bin trotzdem etwas nervös. Man weiß ja, wie das ist. Ich habe so viele Hochzeiten und Travia-Bünde gesehen und ich erinnere mich noch an Diamantes, dass ich ihm gut zugesprochen habe, aber bei ihm war es etwas anderes. Oh ja, ich hoffe, eure Hochzeit steht unter einem besseren Stern. Das hoffe ich auch. Oh, nun, wir werden sehen. So, und jetzt kommt der Dessertwein. Er ist besonders süß, aber... Das soll er sein, das habe ich mir sagen lassen. Ich hoffe, er mundet allseits. Und ich würde jedem ein Glas Dessertwein eingießen, auch Mendarion. Ja, obwohl ich weiß, gelernt hat, dass es absolut keinen Zweck hat zu protestieren, aber den natürlich in einem unbemerkten Moment einfach mit Abelmeer, wenn nachdem er ausgetrunken hat, seinen Becher tauschen wird. Ohne den Mann vorher zu fragen, wird einfach so, was schon, wie so Taschenmagier mit. wenn man mal guckt, gerade in diese schräg auf der komplett anderen Tisch, Alter, da kriegst du es schon hin. Hallo, Elf, Ignorantia und ab geht's. Ja, total natürlich. Also, Medarion hat mittlerweile seine Alkoholprobleme überwunden, ja? Könnte man so sagen. Kommt auf deine Definition von überwunden an. Und auf meine Definition von Problemen, richtig?
ich auch. Nun, in jedem Falle, was natürlich ganz wichtig ist, ist ein Trinkspruch. Und da das der Dessertwein ist, möchte ich den ersten Trinkspruch bringen. Liebe Freundinnen und Freunde, auf eine gute Hochzeit im Sinne unserer Bräuche, aber vor allem, dass es Angroschminia morgen gefällt. Ich habe sehr viel Zeit und Mühen aufgewendet, um mir zu überlegen, was ihr Freude bereiten könnte und wie ich die ganzen Traditionen umsetze. Ich hoffe einfach, dass sie am Ende des Tages glücklich ist. Auf eure Hochzeit. Auf das Brautpaar und dass sie die verbleibende Zeit bestmöglich ausnutzen sollten. Naja, ihr seid wie immer sehr aufbauend, Abelmir. Und ich bin ehrlich. Ihr habt nicht ganz unrecht, es ist wirklich nicht mehr viel Zeit und die werde ich ganz bestimmt gewinnbringend nutzen. Naja, vor allen Dingen, wenn noch kleine Boltaks hier auf Dere bleiben sollen. Ganz genau. Besten Zwillinge, würde ich behaupten. Ja, oder Vierlinge oder Achtlinge. Oh, Achtlinge wären schon was. Nun gut. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Tradition, der Pflege des Bauches. Und Bultax würde sich auf das Sofa legen und räkeln. So, und jetzt darf jeder einmal über den Bauch streichen und mir Glückwünsche ausrichten. Auf den Teil habe ich mich schon gefreut. Ja. Genau, stellt sich da ganz vorne hin, unabhängig jedes sozialen Protokolls. Kapok wird den zweiten Teil übernehmen. Reibt sich gerade die Hände, seine riesigen Pranken, damit die warm werden. Kann ich Etikette würfeln, um die richtige Bauchstreichenart der Zwerge zu kennen? Nicht gegen den Strich. Ja, ich möchte mal würfeln und gucken. Mit ja, das, der Maserung. Da muss mit Gewalt, das ist wie bei so einem Hund, da muss man feste draufkloppen, damit er auch merkt, dass man streichelt. Ja, also Boltax, du machst das schon. Oh, das war... ich glaube, jetzt ist mir ein kleiner Schluck wieder hochgekommen. Danke. So, Abelmir, siehst du, so macht man das. Mit deinem spitzen Finger wollte ich so zwei dabei in deinen Bauch pieken. Ne? Und das kitzelt, Abelmir. Nicht kitzeln, streicheln. Ja, der nächste bitte. Sulamin streichelt deinen Bauch relativ unbefangen und meint, du hast deinen Bauch wirklich sehr gut gepflegt, heute Abend und auch schon davor. Er ist sehr stattlich und Angroschminia findet ihn sicher sehr anziehend. Ja, so muss das sein. Ein Ehemann muss einen guten Bauch mitbringen. Mittlerweile ist Boltax auch dicker als Abelmir, Mann. Ich bin nicht dick. Ich war nie dick und werde nie dick sein. Danke, Kapok. Außerdem ist er nicht rasiert. Wie sieht das aus? Hättest du nicht wenigstens den Bauch rasieren können? Nein. Abelmir. Nein. Kapok zieht an deiner Robe. Du hast deinen Bauch rasiert, Mann? Finger weg. Darf ich mal streicheln, Mann? Nein. Nicht, wenn du deine Hand behalten willst. Abelmir hat als echter Horasier selbstverständlich nur Haarwuchs auf dem Kopf und am Bartansatz. Ja, nicht einmal dort. Ich bin schon so ein Glück. Und von damals, die wachsen keine Haare mehr. Was ist mit der Brust? Es gibt doch Horasier mit Brusthaaren. Ich habe da diesen einen gesehen. Vielleicht im tiefen Süden. Diese Wilden. Also, unvorstellbar. Er war auf einem Plakat und hat mit einem Degen gefochten. Ja, du glaubst doch nicht wirklich diesen Schundromanen. Oh doch, ich habe eine Vorstellung im Belhankaner Theater gesehen. Also es war ein gutes Stück. Sehr flott. Kein Horasier würde sich den Bauchflaum nicht rasieren. Also wirklich. Doch, Mann, ich habe es gesehen. Der großartige Al Riggio, Mann, mit seinem Schnurzbart. Ja, das ist das Schauspiel aus dem tiefen Süden. Also nur Wilde machen so etwas nicht. Aber Mia, du musst nicht betrübt sein, dass das mit dem Haarwuchs bei dir nicht mehr funktioniert. Ich habe gehört, es war Drachenfeuer. Nein, nur im Gesicht, aber sonst rasiere ich mich natürlich. Wo ist das gehört? Das passiert auch unter den besten Zwergen.
Honga, Mann, du darfst. Pass deinen Bauch an, Mann. Ich darf Boltak jetzt den Bauch streichen. Ich habe ja ein bisschen gesehen, wie ihr das gemacht habt. Wie hast du das am liebsten, Boltak, so? Soll ich ein bisschen kraulen? Oh ja, das ist eine... das gefällt nicht, mir gut. Nicht so tief, Honga. Ich denke, wir sollten einen Kontakt aufbauen. Das ist ein wichtiger Moment. Ja, in der Tat. Das ist ein sehr wichtiger Moment. Der Vorabend meiner Hochzeit. Oh, gut. Jetzt, wo mein Bauch die Würdigung bekommen hat, die er verdient, kommen wir zum dritten Ritual, das Anfertigen des Hochzeitssteins. Möchte mir jemand die Hammer und Meißel reichen, die ich dort hinten bereitgelegt habe? Ja, ich hatte schon immer ein gewisses Talent für Schmieden. Oh, das Schmieden kommt danach. Wunderbar. Sehr gut. Ich beginne jetzt mit der Anfertigung des Hochzeitssteins. Dieser ist ganz wichtig, denn er wird eins der Brautgeschenke darstellen, das ich morgen überreichen werde. Es gibt insgesamt 4 Brautgeschenke, die ich überreichen werde. Und heute werde ich zumindest 3 davon anfertigen. Den Hochzeitsstein, den Eherost und natürlich das Stammbuch. Das Stammbuch ist ganz wichtig, denn da steht drin, wer von wem der Vater und der Onkel und ich habe die Sachen schon vorbereitet. Nun, jedenfalls fangen wir mit dem Hochzeitsstein an. Habt ihr eine Idee, was ich in den Stein eingravieren könnte? Dein Seelentier? Mein Seelentier. Dein Name und den der Braut? Aber das ist doch viel zu einfach. Wie erkenne ich mein Seelentier? Ich kenne es ja selbst nicht. Oh, ich dachte, du wüsstest es. Nein. Er ist noch ein sehr junger Zwerg, Mendarion. Er ist noch auf der Suche. Aber wenn du in den Wald gehst und dich hinsetzt und lange wartest, welches Tier kommt dann zu dir? Nun, meistens schlafe ich dann ein. Vielleicht dann ein Murmeltier. Ein Murmeltier? Oh, das ist gut. Oder ich graviere mein vertrauten Tier ein. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wie groß ist denn der Stein, wenn ich fragen darf? Ich halte einen handgroßen Stein hin. Diese Größe. Es ist eine... Nun, es ist ein ziemlich kleiner Stein. Nun, ich weiß nicht, ob du alles drauf bekommst. Mit Sicherheit. Man muss nur sehr genau gravieren. Und wie wird er denn? Was wird denn nach der Hochzeit mit ihm geschehen? Stellt ihr ihn auf euren Hausaltar oder? Ja, er wird unserem Altar hinzugefügt, das ist richtig. Beziehungsweise manchmal nutzt man auch die Hochzeitssteine als Grundstein, um darauf das Haus zu bauen, die ersten Steine des Fundaments der neuen gemeinsamen Wohnstätte. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber das sind so die beiden gängigsten. Nun, etwas, das von mir kommt. Es ist nicht so leicht. Naja, was ist denn mit dem grauen Mann? Oh, das stimmt, aber der ist schwer zu gravieren. Der ist nicht so leicht zu fassen. Wie wär's mit Wasser, weil du bald ertrinken wirst? Ja, das würde schon Sinn machen, aber ich möchte nicht so gerne meinen Tod auf diesen Stein niederlegen. Ich möchte was von mir und nicht von meinem Ableben. Vielleicht nicht wegen deines potenziellen Ablebens, sondern das mit dem Wasser macht dich ja schon irgendwie besonders, oder? Ihr Zwerge habt nicht als Volk eine Beziehung zum Wasser. Insofern ist es schon irgendwie persönlich. Ja, du hast recht. Das ist vielleicht wirklich keine schlechte Idee. Nun dann werde ich es machen. Ja, und damit werde ich das Zeichen des Wassers auf diesen Stein gravieren. Und zwar mit, ich gehe mal davon aus, ich benutze Feuersteinbearbeitung dafür. Ich glaube, das richtige Talent hier wäre Steinmetz.
Okay, ich kann ich auch anbieten, habe ich auch. Schnell eine andere Probe würfeln. Die ist besser. Ja, es geht ja nur darum, dass ich das Zeichen von mir aus darauf bringe. Es geht nicht darum, wie gut die Geschenke sind, sondern dass sie persönlich sind. Doch, ja, sehr persönlich. Es könnten Berge sein oder Wasser, Boltax, das hast du gut kombiniert. Ja, finde ich auch. Ich bin ja auch ein Zwerg. Ja, so sieht's aus. Das hat Rafim sehr scharfsinnig erkannt, dass ich genau das so bezweckt hatte. Oh, ist ja nicht toll geworden. Es wäre jetzt die ideale Möglichkeit, einen Chip für die Feuersteinbearbeitung zu geben, nee, damit du mal in deinem Leben einen Schicksalspunkt für eine Feuersteinbearbeitung gegeben hast. Aber ich muss ja eventuell noch den Schicksalspunkt für andere Sachen auf der Hochzeit aufsparen. Naja, okay, du hast ja recht. Also, die Liste ist sehr lang, ja. Ja, das sind eine ganze Menge an Sachen, die ich noch machen muss. Naja, Boltax, ich habe noch einen Vorschlag. Und zwar, ja, du bist ja Schamane. Mhm. Da muss doch unser Stamm eigentlich auch irgendwie verewigt werden. Du hast nicht ganz Unrecht. Ich habe eine Idee. Ja, und dann würde ich im Kontext dessen noch das Hochgeboren, also die Sigille für Hochgeboren, das ist die einzige Sigille, die ich kann, auf den Stein mit dazufügen. So. Sieht die genauso schlecht aus wie das andere? Weil dann will ich meinen Chip einsetzen, dass sie nicht so scheiße aussieht. Das ist mir persönlich wichtig. Ich will jetzt normal würfeln. Ja, Boltax, du musst jetzt ein bisschen gerade, also. Also, Boltax. Ja, warte. Jetzt, ja, so geht das, wenn. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ha. So, also, das war der einfache Teil, ja? Das war der erste von den vielen Teilen, die wir heute Abend noch begehen. Jetzt geht es weiter mit der Schmiedung des Eherrostes. Das was? Der Rost, auf dem unser Bett gestellt sein wird. Ah. Mhm. Ganz wichtig. Und da er natürlich aus zwergischer Arbeit ist, muss er gut gelingen. Nur habe ich mich leider nur theoretisch mit dem Schmieden auseinandergesetzt. Ist jemand von euch in der Lage dazu? Ja, theoretisch kann ich das auch. So rudimentäre Kenntnisse der Spielekunst, ja? Warte, ich muss meinen Charakterbogen durchfühlen. Ich glaube, Serpentilio könnte das Eisen erhitzen, wenn jemand anderes es formen kann. Mhm. Mir liegt natürlich auf der Zunge, wir könnten Angroschminia fragen, aber das wäre in diesem Fall wohl kaum angemessen. Nein, ich muss das selbst mit meinen Getreuen und Säulen alleine vollbringen. Dann sollten wir uns in die Schmied begeben, nicht wahr? In der Tat. Das ist bereits alles vorbereitet. Das ist doch ganz einfach. Wirklich? Ja, natürlich. Wie gut, dass ich Mendarion auch noch eingeladen habe. Oh. Mendarion, du kannst schmieden. Das ist optimal. Dann komm doch mit mir in die Schmiede und wir machen das gemeinsam. Ich glaube, der hat eine andere Idee und das hat auch einen Twist. Darion, was hast du dir gedacht? Das will ich auch gerne sehen. Naja, es soll ein Rost sein, nicht wahr? Ja. Weißt du, was ein Rost ist, Mendarion? Nein, ich wollte dich gerade fragen. Das ist so eine Art Gitter. Warte. Sulamin geht zu ihrem Bett hinüber und hebt die Matratze an. Das da unten drin, so etwas möchte er bauen. Oh, naja, aber das ist doch ganz einfach. Ja, sieh mal, du nimmst einfach das, was du haben möchtest, richtig? Und dann biegst du es in die Form. Ja, das ist der Plan, aber das kann ich nicht so einfach. Das ist mit viel Arbeit verbunden. Ich weiß ja nicht, wie kompliziert dein Rost sein soll. So wie das da. Ich habe eine regeltechnische Frage. Kann ich Dinge mirakeln, die ich nicht aktiviert habe? Ich glaube nicht, dass du es nicht darfst. Wenn du sie dir erlaubt hast, ja, warum nicht? Achso, muss ich mir die separat erlauben. Ja, dann bin ich raus.
Naja, pass du auf, hast wo, ja, ist du denn, hast wo ist denn dann... Du hast Mirakel-Plus-Talente und Mirakel-Minus-Talente. Mirakel-Minus ist es nicht, es ist, glaube ich, der Mirakel einfach normal, richtig? Ja. Also eine Plus 6. Plus 7. Ja, das. Warte, Plus 6? Plus 7? Wait. Plus, ich glaube Plus 6. Warum Plus 6? Alles ist immer Plus 7, warum Plus 6? Ich glaub's euch nur, warum? Wieso ist... Bei Liturgien. Bei Liturgien ist doch nichts Plus 7. Nee, aber normalerweise... Das sind immer Plus 3er-Schritte.